Was treibt Blue Origin eigentlich? Ganz richtig, es ist unglaublich schwer, an gute Informationen zu kommen. Ihr New Shepard Programm ist bis vor einigen Wochen, als bei der unbemannten Mission NS-23 der Booster versagte und das Fluchtsystem der Kapsel aktiviert wurde, ganz ordentlich gelaufen. Seither hat man nichts mehr von ihnen gehört. Auch die Entwicklung der New Glenn stagniert, nicht zuletzt auch wegen des schleppenden Fortschritts bei der Triebwerksentwicklung. Denn die New Glenn wird mit 7 BE-4 Triebwerken ausgestattet sein, die jeweils 240 und insgesamt etwa 1700 Tonnen Schub liefern. Aber bis auf einige Feuertests haben wir noch nicht viel gesehen. Tory Bruno, der ULA-Chef, hat vor kurzem ein Bild eines betriebsbereiten BE-4 Triebwerks für ihre Vulcan Centaur gepostet. Das Triebwerk befindet sich aber noch immer in den Blue Origin Werkshallen. Bevor Blue Origin die Triebwerke für ihre New Glenn verwenden kann, muss letzterer zuerst noch seinen Vertrag mit ULA erfüllen und erst einmal BE-4 Triebwerke für die Vulcan Centaur liefern. Denn diese Lieferung ist inzwischen Jahre im Verzug und solange Jeff keine Triebwerke liefert, kann ULA auch nicht mehr seinen größten Kunden, nämlich die US-Militärs, bedienen. Den Generälen sind Twitter-Posts egal. Nach der russischen Annexion der Krim im Februar 2014 hatten sie beschlossen, ab dem 31. Dezember 2022 keine Starts der ULA Cash Cow Atlas V mehr zu buchen, denn diese nutzt RD-180 Triebwerke russischer Bauart. Und für National Security Missionen möchte man sich nicht auf russische Triebwerke verlassen müssen. Selbst wenn diese Triebwerke heute geliefert werden, dann ist die Vulcan Centaur frühestens Mitte 2023 flugbereit. Der Jungfernflug ist noch für diesen Dezember angesetzt. Darüber hinaus stehen eine Handvoll Missionen in den Auftragsbüchern, die frühestens im Sommer 2023 fliegen sollen. Ich habe aber noch keine Anzeichen dafür gesehen, dass Triebwerke geliefert wurden. Bitte schreib mir in die Kommentare, wenn du etwas weißt. NASA Spaceflight macht regelmäßige Luftaufnahmen in der Gegend und beobachtet den Fortschritt in Florida aus der Luft. Seit neuestem fliegt die What About It Family mit Felix auch über Cape Canaveral und bereichert die Community mit diesen atemberaubenden Bildern. Danke What About It und NASA Spaceflight für diese Aufnahmen. Links natürlich in der Videobeschreibung. Also, du siehst, dass diese Blue Origin Sache ein Schlachtfeld ist, wo man nicht so leicht durchblickt. Deswegen werfen wir heute einen genaueren Blick auf Jeffs Raumfahrtabenteuer. Und jetzt gleich Mars Chroniken abonnieren, das Video liken und los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Wie bei den meisten Trägerraketen sind auch bei der Entwicklung der Vulcan Centaur und der New Glenn die Triebwerke ein wichtiger Faktor. Ohne Triebwerke kommst du normalerweise nicht weit. Für mich ist diese Angelegenheit etwas schwieriger nachzuvollziehen, da ich weiterhin von Tory Bruno geblockt bin auf Twitter. Das ist eine lustige Geschichte, aber sie passt nicht in die heutige Ausgabe. Die ganze Geschichte findest du in diesem Video hier. Ich habe aber einen anderen Account, mit dem ich die Entwicklungen mitverfolgen kann. Vor einigen Wochen hat Blue Origin dieses Video auf Twitter gepostet. Es zeigt ein 4,5 Minuten langes Hotfire eines BE-4 Triebwerks. Währenddessen wird das Triebwerk gedrosselt und wieder hochgefahren. Wunderschöne Bilder. Besonders cool finde ich, dass man anhand der Flamme und der Grafik erkennen kann, auf welchem Niveau das Triebwerk gerade schiebt. Bei solchen Bildern schlagen unsere Nerdherzen hoch. Danke Blue Origin. Laut Wikipedia kann das BE-4 auf 45% oder weniger gedrosselt werden. In diesem Video sind sie nicht unter 50% gegangen. Aus den Pressemitteilungen der vergangenen Monate konnte ich entnehmen, dass die ersten Vulcan-Triebwerke nicht wiederverwendbar sein werden. Aber sie werden den Job erledigen. Erst wenn dieser Meilenstein erreicht ist, kann Blue Origin die Wiederverwendbarkeit dieser Triebwerke in Angriff nehmen. Denn das wird für die New Glenn notwendig sein, weil sie ähnlich wie die Falcon 9 propulsiv auf einem Drohnenschiff landet. Mit dem Unterschied, dass das Schiff währenddessen fährt. Was etwas kontraintuitiv ist, ist, dass die Landung auf einer fahrenden Plattform einfacher ist als auf einer statischen. Wir reden hier von mindestens 2 oder vielleicht sogar 3 Jahren. Offizielles und aktuelles Ziel für den Jungfernflug ist irgendwann 2023. Bisher haben wir nur Mockups und Testtanks gesehen.
Bei Blue Origin heißt das aber nicht unbedingt, dass sie nichts machen, sondern einfach, dass sie eher genauer darauf achten, was an die Öffentlichkeit gerät. Was sie aber nicht verbergen können, sind die Bauarbeiten am Cape of Slick 36. Die Startrampe und die Infrastruktur drumherum sieht schon ganz gut aus. Die New Glenn wird wie die Falcon 9 und Ariane 6 auch in der Horizontalen integriert und mit dem mobilen Turm hinausgeschoben und aufgerichtet. Dieses Produktions- und Lagergebäude wird erweitert. In diesem Flyover ist ein Teil der neuen Struktur zu sehen. Inzwischen sollte das etwas fortgeschrittener sein. Direkt daneben ist eine gigantische planierte Fläche zu sehen, wo bald ein neues Mehrzweckgebäude hingestellt wird. Auf der anderen Seite befindet sich ein eigenes Gebäude für die Entwicklung ihrer Raumstation Orbital Reef. Damit die Station wie geplant 2027 in Betrieb gehen kann, muss Blue Origin jetzt aber Gas geben. Man bekommt immer mehr das Gefühl, dass wir uns mitten in einem knallharten Wettlauf befinden. Aktuell laufen die Bauarbeiten an diesem kleinen Hochschutz für die zweite Stufe der Rakete. Davor ist schon die Straße zu erkennen, auf der die Oberstufe transportiert werden wird. Also auch wenn sie bisher noch immer nur suborbital geflogen sind, so sieht man doch ernsthafte Anstrengungen, eines Tages doch noch in den exklusiven Club der Orbitalraketen aufgenommen zu werden. Und sie werden weit mehr sein als nur ein Launch-Anbieter. Vergangenes Jahr haben sie auf dem Internationalen Astronautischen Kongress in Dubai ihre Raumstation Orbital Reef angekündigt. Das Team von Orbital Reef, angeführt von den Partnern Blue Origin und Sierra Space, gab auf dem 73. Internationalen Astronautischen Kongress in Paris einen Cross-Promotion-Deal mit Centerboro Productions bekannt, um die Mehrzweckraumstation im Helios-Spielfilm darzustellen. Der Film spielt im Jahr 2030 und erzählt die Geschichte eines Raumschiffs, der Helios, und seiner Besatzung während ihrer dringenden Mission zur Internationalen Raumstation ISS. Als eine massive Sonneneruption die Station trifft, liegt es am Astronomen und ehemaligen NASA-Astronaut Jess Denver und am Air Force Colonel Sam Adler gemeinsam die Menschheit zu retten. Bin gespannt, finde die Idee echt cool. Ist zwar nicht der erste Film, der im All gedreht wurde, aber trotzdem freue ich mich auf das Ergebnis. Nur eine ganz kurze Meldung am Rande über Blue Origin. Sie haben das nach Jeff Bezos Mutter benannte Schiff Jacqueline in den Hafen von Brownsville geschleppt. Von dort zieht man SpaceX's Starbase-Anlagen. Das Ironische daran ist, dass das Schiff dort hingebracht wurde, um verschrottet zu werden. Sie haben vermutlich schon längst einen besseren Ersatz, aber irgendwie finde ich das doch amüsant. Und jetzt noch in aller Kürze ein Update zum New Shepard-Unglück. Bisher ist die New Shepard insgesamt 24 Mal geflogen. Die zweite Mission gilt als Teilerfolg und die letzte Mission, die NS-23, als Totalversagen. Was ganz genau passiert ist, ist noch nicht bekannt. Seit dem Unfall hat sich Blue Origin noch nicht dazu geäußert. Es war aber keine Crew an Bord. Und wenn, dann wären sie mit dem Schrecken und vielleicht einigen Prellungen davongekommen. Am 12. September 2022 startete der New Shepard Booster 3 zum 9. Mal vom Startplatz 1 in Corn Ranch, Texas. Für gewöhnlich sitzt eine Crew in der Kapsel. Dieses Mal waren nur einige wissenschaftliche Experimente und symbolische Sachen drin. Nach 60 Sekunden schon ist zu erkennen, dass etwas mit der Abgasflamme nicht stimmt. Es brechen einige Fragmente heraus und der Triebwerksraum geht in Flammen auf. Ich habe die Bilder gezählt. Das Fluchtsystem schaltet sich in derselben Sekunde ein, als die Flamme sichtbar wird. Vielleicht hat man schon etwas geahnt und deswegen keine Crew mitgenommen? Das ist aber nur eine Vermutung von mir. Mir ist nämlich nicht bekannt, für wie viele Flüge New Shepard designt und zertifiziert wurde. Die Störung trat auf einer Höhe von etwa 7,5 Kilometer bei einer Geschwindigkeit von 930 km/h auf. Blue Origin meldete noch, dass die erste Stufe im Ausschlussgebiet heruntergekommen ist. Niemand wurde beschädigt und nichts wurde verletzt. Die Kapsel landete sicher einige Kilometer entfernt. Theoretisch waren die Experimente an Bord einer Mikrogravitation ausgesetzt. Weiß nicht, ob das reicht, um die Verträge als erfüllt zu betrachten. Es bleibt abzuwarten. Vor allem, wie die nächsten Fluggäste darauf reagieren. Wenn du gerne Mars-Chroniken schaust und mich unterstützen möchtest, dann freue und bedanke ich mich herzlich. Schau gerne in den Shop, denn es gibt eine brandneue Kollektion. Mars-Chroniken braucht dich. Riesendank geht auch an alle meine Supporter. Ihr seid die Besten. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung unten. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.